Ja, willkommen zurück zu The Evil Within 2. So, ja. Wir wollen jetzt hier heute mal weitermachen. Sparen uns das grüne Gel, was wir noch haben, für den richtig großen Scheiß. Und ich hoffe jetzt mal... Ah, ich kann mir noch ein bisschen was herstellen, das ist gut. Nur eins. Ah, das ist aber bitter, ehrlich gesagt. Weil wir haben doch relativ wenig Munition, muss ich mal sagen. Ich würde gerne... Wie kann ich ja nochmal die Waffe wechseln, die ich überhaupt benutze? Weil ich habe doch ganz verschiedene Pistolen auch zwischendurch mal bekommen. Ah ja, hier. Halbautomatik. Handfeuerwaffe mit Feuerstoß. Handfeuerwaffe mit Schalldämpfer. Revolver. Sollen wir den mal nehmen? So. Und zwar einfach nur, weil meine bisherige Waffe macht ja 3 Schuss auf einmal und ich glaube, das ist jetzt eher unpraktisch. Warte mal, was haben wir denn noch alles eigentlich? Shotgun könnten wir auch mal jetzt wechseln. Die langläufige Schrotflinte oder die doppelläufige hätte ich auch noch. Ach Gott, das ist schwer. Ja, ich nehme mal die da. Größeres Magazin. Das haben wir noch gar nicht gemacht, während wir spielen, ne? Hier mal eine neue Waffe nehmen. Na gut, okay. Ich weiß, dass ich nicht zu Tati muss, aber muss ich hier noch was machen? Ihr müsst das auch entschuldigen, dass ich hier ständig nochmal reingucke. Für euch ist das ja höchstens jetzt 2 Tage her, theoretisch. Und für mich sind das halt aber mal easy peasy 2 Wochen. Nee, jetzt ist uns erklären. Mach ich nicht. Ich glaube, hier mache ich erstmal nichts. Wir gehen jetzt einfach mal wieder zurück ins Spiel. Ja, und gerade jetzt... Oh, instant Musik. Wo meine große Außendiensttagung bevorsteht, muss ich halt ein bisschen auf Vorrat aufnehmen. Und deswegen kann da schon mal ein bisschen Zeit zwischen 2 Sessions liegen. Ich mach mal die Musik leiser, ich verstehe ja kein Wort. So. Und die anderen Spiele wollen ja auch Parts haben. Deswegen sorry, wenn ich immer wieder verchecke, wie wir ausgerüstet sind und was wir mitnehmen können. Ich weiß, wir müssen hoch, aber oh Gott, wir haben so wenig Munition. Der ist aber nicht der Revolver, junger Mann. Wir haben gesagt, den nehmen wir. Sag mal. Jetzt geht's aber los hier. Jetzt wird er frech, ne? Jetzt wird er mützig. Oh, da sehe ich schon was leuchten. Nicht. Jetzt bin ich ja froh, dass wir die Waffe ge... Bin ich bekloppt? Warum merkt er sich das nicht? Warum merkt er sich das denn nicht? Okay, ja, cooler Trick. Er merkt sich das gar nicht, ne? Es ist ihm völlig... Was ich hier ausgewählt habe. Ups. Ach, wie schön wäre jetzt das Präzisionsgewehr. Aber es ist zu laut. Wisst ihr? Boah, schon lässt er sein Gel fallen. So lobe ich mir das. Ja, aber da laufen noch mehr rum. Hier steht natürlich wieder so ein netter Kältebehälter.
Ja, habe ich befürchtet. Okay, wir müssen jetzt ein bisschen taktisch vorgehen, weil wir einfach so wenig Zeug haben. Scheiße, das war der falsche. Ah, das tut mir leid. Den wollte ich gar nicht. Aua! Ich wollte ihn noch tottrampeln. Ah, jetzt! Jetzt natürlich. So knapp. Dafür ist er da hinten wieder aufgestanden. Ich wollte den Kältebolzen logischerweise für den. Ich glaube mir jetzt wieder niemand. Ah! Ja, ist ja nett mit dem ganzen Gel. Aber jetzt haben wir auch wieder... Jetzt kann ich fast bald wieder zurück zu Tati. Aber ich hätte gern Moon. So nett ich das auch finde. Tasche verbessert für Pistolenmunition. Jetzt müsste ich die nur noch befüllen können. Das wäre schön. Alter! Ah, okay, Flammenwerferboy. Hat der nicht gesehen? Ich glaube nicht. Ah, ich kann nicht durch diese unfassbar riesigen Gitterstäbe schießen. Immer noch nicht. Was hat er da eigentlich gerade an der Wand gemacht? Ist jetzt das erste Mal im ganzen Spiel, dass wir so richtig mit der Gegend interagieren müssen, ne? Irgendwas habe ich dazu? Ah. Ja, wühl mal in der Asche. Cool. Warum nur nimmt er nicht die Waffen, die ich gerne hätte? Das verstehe ich nicht. Okay, jede Menge Hebel. Zum Glück ist das hier jetzt nicht so ein Stress wie damals mit Laura. Den Hebel da habe ich jetzt umgangen. Das könnte später zum Verhängnis werden. Ah ja. Das hier sieht doch aus wie eine Falle. Ich laufe trotzdem drüber. Nichts passiert. Na gut. Na gut. Och, kostbare Munition. Ja, warum schießt du denn dreimal? Achso, ja, du hast wieder einfach die Waffen gewechselt, die Wichser. Nein. So, ja, ich bin ein bisschen still, weil... Es ist ein bisschen aufregend, hier die ganze Gegend im Blick zu behalten. Naja, du kannst ja nicht springen. Deshalb musst du schon alle ausdrehen. Aber jetzt gucken wir erstmal da unten. Das ist schon wieder... Ich bin auf der falschen Seite. Aber das nervt mich ehrlich gesagt ohne Ende, dass du dir nicht mal merkst, welche Waffe ich gerne hätte. Den behalten wir jetzt okay.
Ich weiß auch nicht wofür, aber ich habe das Gefühl, es ist besser, wenn hier einfach kein Feuer ist. Aber das sieht jetzt gefährlich aus da drin, wenn ich ehrlich bin. Sieht so aus, als ob ich da gar nicht rein will mit meiner wenigen Munition. Bin ich gerade in der Stimmung hierfür? Ich weiß es nicht. Ich habe nichts auch gefunden, um mal ein bisschen Munition zu machen. Scheiße. 4 Schuss. Ist hier lächerlich. Waffentyp wechseln. Bitte behalt doch mal den. Da habe ich sowieso viel mehr Munition jetzt. Ja, nützt nichts. Speichert. Lustig. Sieben. Immer noch nicht tot. Noch einen zweiten Kopf. Ah! Ich sehe nichts. Ihr seid alle so nah an mir dran, Freunde. Okay, das war jetzt einfach nur abwarten, bis hier die Treppe runtergelassen wurde. Mann, Mann, Mann. Ja, toll. Jetzt habe ich natürlich so viel grünes Gel, dass ich mich jetzt aufbessern könnte. Ach, da wären jetzt solche Kältetanks gewesen. Ja, tut mir sehr leid, Freunde. Hier bin ich nicht hingelaufen. Auch das nehme ich mit. 8 Schuss ist ja lächerlich. Zwei. Eins. Oh, Leute. Will ich jetzt wirklich da hochgehen? Das glaube ich. Ja gut, ich kann ja auch gar nicht zurück. Cool. Sollen wir mal hier hin? Muss ich es einfach... Boah, damit sind wir aber lahm. Ich biete Ihnen eine weitere Chance, sich der berechtigten Sache anzuschließen. Ihre Entschlossenheit hilft Ihnen nicht. Sie werden vor mir kriechen. Das können Sie sich abschminken. Freund. Hier ist jetzt einfach so nochmal ein Spiegel. Das heißt, hier wirklich schlecht ist. Komm doch nicht einfach so. Ich trinke mal ein Schlückchen Kaffee, ne? 10 vor 3, da geht das nochmal. Ah. Wie sieht's aus, Baby? 1,5. Ja, da können wir was machen. Wir sollten uns so nicht mehr treffen, Detective. Ich bin gerade schockiert, wie selten ich noch Leichenschrankschlüssel gefunden habe. Sie strahlen Kraft aus. Und Zuversicht. Ich bin fast am Ziel und habe einiges gelernt. Ich will es ein für alle Mal beenden. Ich kann Ihnen helfen, aber... Aber was? Seien Sie vorsichtig. Sie haben viele Gefahren gemeistert, aber zu viel Gewissheit ist gefährlich. Er wird sich auf die dunkelsten Ecken Ihres Verstandes stürzen. Dann sollte ich mich dafür wappnen. Jawollo. So. Jetzt schauen wir doch mal.
Synaptischer Fokus. So viel habe ich immer noch nicht. Krass. Also ich kann euch ja schon mal sagen, ich werde das, wenn ich hier fertig bin, nochmal privat spielen auf der mittleren Schwierigkeit. Und da werde ich ja sowas von alles absuchen. Weil ich da dann das Gefühl habe, dass ich niemanden damit nerve, wenn ich stundenlang nur loote und schleiche und suche. Ja, ich habe nur genug für List, aber die machen wir jetzt noch. Raubtier, Spezialfähigkeit, mit der du dich einem Gegner schnell nähern kannst und einen Schleichangriff auszuführen. Oh nein, mit Tastenkombination. Leertaste halten zum Ziel bewegen, wenn das rote Symbol erscheint. Schleichangriff dann. Wenn du dich innerhalb einer bestimmten Entfernung hinter einem ahnungslosen Gegner befindest, erscheint ein rotes Symbol auf ihm. Halte Leertaste gedrückt, um automatisch auf ihn zuzusprinten. Sobald du nah genug bist, erscheint ein Schleichangriffssymbol. Drücke F, um einen Schleichangriff auf einen Gegner durchzuführen und ihn auszuschalten. Der Angriff schlägt fehl, wenn der Gegner dich während des Sprints bemerkt, also solltest du möglichst von hinten angreifen. Ihr könnt jetzt Wetten abschließen, wie lange ich mir merken kann, dass ich das mit der Leertaste mache. Jo. Tschüss. Dieser Riesenflammenwerfer, also so schön sieht er ja nicht aus, ne? Aber darum geht's ja auch nicht. Herstellung, ich kann nichts herstellen. Außer einmal SG Moon. Würden Sie bitte mal Ihre Scheißwaffe wechseln? 300 Waffenteile. Wie viele Spezialwaffenteile habe ich? 3 habe ich tatsächlich auch. Aber mir bringt das halt im Moment alles überhaupt nichts, weil ich eh keine Munition habe. 480 habe ich auch nicht. 240, das hätte ich noch fürs Präzisionsgewehr. Das ist doch Blödsinn, ehrlich jetzt. Der Bolzen. Ja, toll, Sturmgewehr. 700 habe ich auch nicht. Reichweite ist schon Ladezeit. Ja, komm. Besser als nichts, ne? Aber das war nicht so richtig ergiebig. Schenk mir doch mal jemand Moon. Okay, ihr Süßen. Ich glaube, der Part ist hier an dieser Stelle aus praktischen Gründen vorbei. Hey Kätzchen, wie wär's mit Munition? Nein, schade. Okay, ja. Ich hatte das Gefühl, ich habe mich überall umgesehen, aber ich habe trotzdem das Gefühl, ich habe irgendwie ganz viel überhaupt nicht. Ja, auch dieser Typ jetzt, der da noch mit dem Flammenwerfer unterwegs war, da war doch überall zu. Da kam ich auch gar nicht hin. Seltsam. Im Moment macht mich die Umgebung im Spiel ein bisschen ratlos. Na egal. Morgen geht's weiter. Ich habe das Gefühl, es geht jetzt schnell Richtung Ende. Aber ich kann mich ja auch täuschen. Also bleibt mal dran. Es könnte schon bald soweit sein. Und hinterlasst einen netten Kommi. Startet gut in die Woche. Danke fürs Zusehen und bis morgen. Ciao, ciao.